Das Waldgebiet Klosterholz nördlich von Landshut war am 10. und 11. Oktober 2009 der Austragungsort der internationalen deutschen Meisterschaft im Foxhoring. Die insgesamt fast 50 Teilnehmer des Wettbewerbs waren alle rechtzeitig zum Treffpunkt auf dem Parkplatz Klosterholz gekommen, sodass die Anmeldung beim Veranstalter reibungslos vonstatten ging. Als Testlauf für andere internationale Wettbewerbe kam die Foxhoring DM jedoch nicht mehr in Frage, denn der letzte wichtige internationale Wettbewerb, die ARDF-Meisterschaft der IAAU Region 1, fand bereits Ende September in Bulgarien statt. Es war daher nicht allzu überraschend, dass keine Teilnehmer aus dem Ausland angereist waren. Doch kaum einer der Top-Pfeilsportler aus Deutschland konnte diesen Wettbewerb auslassen, zählt er doch als letzter von insgesamt 10 Wettbewerben für die ARDF-Pfeilmeisterwertung. Vor dem Start am Samstag war das Wetter zwar herbstlich kühl, aber trocken und die Teilnehmer noch bester Laune bis übermütig. Martin, du bist unfair. Ob diese Aufnahme tatsächlich unfair ist, sei dem unparteiischen Urteil der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen überlassen. Aber vielleicht war es diese sinnlose Kraftverschwendung, die bei Stefan Köberle im ersten Lauf zu einem Rückstand von nur 22 Sekunden gegenüber dem erstplatzierten Alexander Hergit führte. Das Waldgebiet Klosterholz zeichnet sich durch viel Dickicht und teilweise schwer erkennbare Wege aus, sodass selbst der Veranstalter bei der Bahnlegung in Zeitverzug kam. Die erste Gruppe konnte deswegen erst mit einer 30-minütigen Verspätung starten. Kurz nachdem die ersten Läufer am Ziel eintrafen, setzte heftiger Regen ein und auch ein kleines Gewitter ließ nicht lange auf sich warten. Für den Sonntag war zwar besseres Wetter vorhergesagt, doch viele Teilnehmer waren ebenfalls besser auf schlechte Wetterverhältnisse vorbereitet. Der Veranstalter konnte diesmal den Zeitplan einhalten und so startete die erste Gruppe pünktlich um 10 Uhr unter dem Beifall der Zuschauer. Zunächst verlief der Wettbewerb ganz nach Plan. Im 5-Minuten-Abstand starteten die Läufergruppen, bis um 10.50 Uhr die letzte Gruppe auf die Strecke geschickt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren Axel Böhringer und Stefan Köberle, die um 10 Uhr bzw. 10.05 Uhr gestartet waren, mit sehr guten Laufzeiten bereits im Ziel. Das Wetter blieb diesmal trocken, doch auch am Sonntag hielt dieser ereignisreiche Wettbewerb für Veranstalter und Sportler eine unangenehme Überraschung bereit. Der Sender an Posten 8 fiel zeitweise aus. Die teilweise abenteuerlichen Spekulationen über die Ursache des Problems reichten von einem technischen Defekt bis zur mutwilligen Entfernung des Senders durch Dritte. Letztendlich blieb die Ursache des Ausfalls aber vollkommen unklar. Die Sportler der betroffenen Kategorien gingen das Problem sehr unterschiedlich an. Teilweise suchten sie längere Zeit das Gelände in der Nähe des Postens ab und waren dabei gelegentlich sogar erfolgreich. Andere entschlossen sich relativ schnell dazu, den Lauf in Richtung des nachfolgenden Postens fortzusetzen. Der Veranstalter entschied, den Lauf zu werten und die individuellen Gesamtlaufzeiten, um die für Posten 8 benötigte Zeit zu kürzen. Dies konnte jedoch nicht mehr vor Ort bewerkstelligt werden. Dass dennoch eine, wenn auch verkürzte Siegerehrung stattfand, ist dem Umstand zu verdanken, dass nicht alle Kategorien den Posten 8 finden mussten. Ich freue mich, dass alle gut aus dem Wald zurückgekommen sind. Einige vielleicht ein bisschen ärgerlicher als die anderen. Und dass es im Großen und Ganzen doch ganz gut geklappt hat. Die Laura hat sich vorhin beschwert, dass sie Letzte geworden ist, aber ich kann ihr trotzdem sagen, dass sie Erste geworden ist. Kommt jetzt Laura. Sarah Lehmann. Zweiter Platz Katrin Berse. Ein Sender weniger. Und dafür eine bessere Zeit. Okay, machen wir M15.
gut besetzt. Johannes Gumbrecht, W27. Da haben wir ihn, da haben wir ihn. Hallo Johannes. Erster Platz. Und? 17 Sender, 165 Minuten. Zweiter Platz, Alexander Gütt. Auch 17 Sender, 180 Minuten. Erster Platz, Axel Büringer. 30 Sender, 88 Minuten. Axel, Kongress. Hm? Ja, auch bei meinen Mithelfern aus dem Ortsverband Landshut möchte ich mich bedanken, die tatkräftig eingesprungen sind.